Wir sind hier seitens der Feuerwehr Krefeld um kurz vor 18 Uhr heute Abend zu einem ausgedehnten Gebäudebrand eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebs alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt konnten wir eine sehr starke Rauchentwicklung feststellen. Und direkt beim Eintreffen haben wir dann auch gesehen, dass ein Teil einer Lagerscheune in Vollbrand stand. Hier direkt an der angrenzenden Koppel waren mehrere Pferde, die zunächst eingefangen werden mussten. Da haben Nachbarn und anliegende Landwirte sehr gute Arbeit geleistet und haben die Pferde alle eingefangen und weggeführt. Also ich habe eigentlich nur meine Kinder nach Hüls gebracht. Da war noch nichts. Und als ich wiederkam am Rückweg, rief meine Frau schon an, da wir die Pferde von der Wiese holen müssen, weil das daneben anbrennt. Und da war halt auch schon ziemlich im Vollbrand. Also ja, mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Ja, mit den Pferden ist alles gut gegangen. Die waren natürlich nervös, bleibt ja nicht aus, aber da ist alles, mit den Tieren ist alles gut gegangen. Gleichzeitig hatten wir aufgrund der ländlichen Lage Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung. Die haben wir durch die großartige Hilfe von weiteren Landwirten hier mit wasserführenden Fässern, aber auch durch die Unterstützung weiterer ehrenamtlicher Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Krefeld gut in den Griff bekommen. Unsere allererste Priorität lag darauf, ein angrenzendes Wohnhaus zu beschützen und zu halten. Das haben wir auch geschafft mit einem massiven Löschangriff von mehreren Seiten. Gleichzeitig war eine große Herausforderung, dass die Halle in zwei Abschnitte oder in zwei Unterteile aufgeteilt war, wo sehr viel Lagermaterial drin war, was uns Schwierigkeiten bei der eigentlichen Brandbekämpfung bereitet hat. Das haben wir aber mit Hilfe von mehreren Löschrohren und später auch mit dem Einsatz von Schaumittel gut in den Griff bekommen. Das ist richtig. Die Nachlöscharbeiten werden sich sicherlich noch ein, zwei, drei Stunden hinziehen, weil immer wieder kleine Glutnester sich entfachen oder sich wieder entzünden. Außerdem können wir die Halle zurzeit nicht betreten, weil von oben immer noch Teile der Dachkonstruktion herunterfallen und die Ausdehnung der Halle von 20 mal 30 Metern so tief ist, dass wir immer mit der Wurfweite unserer Strahlrohre hantieren müssen. Thank you.
Die Unterstützung der ehrenamtlichen Kräfte ist unabdingbar in dieser Lage. Wir haben alleine vier Einheiten, die zurzeit den Brandschutz in der Innenstadt sicherstellen, weil die Wachen der Berufsfeuerwehr verwaist sind, die zurzeit hier sind. Und natürlich die zuständige Einheit hier, die noch unterstützt wird durch eine weitere, wie ich soeben schon erwähnte, im Bereich der Wasserversorgung. Wir brauchen hier sehr viele Hände, die uns unterstützen und die den Einsatz bewältigen. Also die Freiwillige Feuerwehr ist unabdingbar. Erstmal sind schon verrückt, oder was? Und?